Am Neubau des Rudolf-Habich-Stadions ist der erste Doppelträger für das Dach befestigt worden. Der 36 Tonnen schwere und 37 Meter lange Stahlträger befindet sich auf der bereits fertiggestellten Südtribüne. Er liegt an 6 Stellen auf der Tribüne auf. In den nächsten Wochen folgen weitere Träger. Zunächst in Richtung Bandkurve, dann in die andere Richtung. Ab Mitte Oktober wird auf die ersten Träger das Dach geschraubt. Dieses besteht aus lichtdurchlässigem Kunststoff. Wenn alles planmäßig verläuft, haben die Fans bereits Ende des Jahres auf der fertigen Tribünenhälfte ein Dach über dem Kopf.